Einen wunderschönen Donnerstagabend wünsche ich euch wieder. Willkommen zurück zu Life is Fuel. Wie immer mit dabei Barock, von und zu Zombolt. Moin. Silkine. Hi. Nikola. Hallo. Und meine Wenigkeit, weil der Rest ist immer noch nicht da. Ja gut, was machen wir? Bei mir gibt es diese Woche, gibt es heute wieder Steineklopfen aus der Mine. Und bei euch? Tja, Granitklopfen aus der Granitmine. Wir spielen, Granitfabrik. Hey, ich kann durch die Berge durchgucken. Wie cool ist das denn? Du hast den Röntgenblick. Du hast den Röntgenblick. Nein. Hexe, verbrennt ihn. Nein, Hexe geht nicht. Er ist ein Kerl, dann wär's Hexherr. Kleiner, aber feiner, gerade... Scheiße. Egal, verbrennt ihn. Hexen sind aus Holz, die brennen. Sie schwimmen auch oben, wenn du es genau nimmst. Ich finde es ja interessant, dass er einmal 10 Granit und einmal 30 Granit rausholt, aber das trotzdem auf dem gleichen Stack tut. Normalerweise macht er das doch nur, wenn das unterschiedliche Qualität ist. Nein, wenn du Anzeige bekommst, was ich 30 und 10, bist du in zwei Schichten. Ah, okay. Weil du hast da einmal, glaube ich, hochgegraben statt geradeaus. Ich glaube zweimal schon. Und gleiches Deck, weil gleiche Qualität. Granit ist, glaube ich, immer 10, weil man daraus nichts anderes machen kann. Okay, jetzt muss ich mir erstmal eben einen Trank reinpfeifen hier. Erstmal einen gönnen. $2.997. Ich würde sagen, der Wagen ist voll. Ja. Yep. Wusa! Was jetzt denn? Vorsichtige Frage, wer war denn in der Steinmine? In welcher? Die ich aufgegraben habe. Welche ist das? Früher Schmiede, Berg hoch. Linke Seite. Die sind beide auf der linken Seite, den Berg hoch. Nee, die hintere ist die Metallmine. Ah, da dann gibt's auch könnte Stein. Ich das gewesen sein. Was hast du da für ein Problem? Nein. Nein. Jetzt habe ich doch tatsächlich die scheiß Spitzhacke vergessen. Haben wir noch Spitzhacken? Ich hab gemacht. Nein, hab ich nicht. Waren ja keine Barren mehr da. Vielleicht habe ich noch eine im Wagen, als ich nicht alles rausgenommen habe. Ach, Schwein gehabt.
So, bei mir gibt es wieder richtig schön Steine hauen. Auch ein sehr langweiliger Job, finde ich. Ist das nicht alles bei Life is Fury? Na, ich kann mich da noch an gewisse Hirschjagden erinnern. Beziehungsweise nicht Hirsch, sondern Elchjagden. Von wegen, da ist er, Flatsch, was machst du? War schon sehr lustig damals. Tja, ich genieße lieber die Aussicht hier auf die Lagune mit der Insel vor der Bucht. Hier oben muss ich mir noch ein Haus bauen. Das baust du dir aber. Ja, das ist ja nicht so schwierig. Ein einfaches Haus hier oben, so zum Gucken, hinten mit der Insel im Hintergrund, ist so idyllisch. Das sind die kleinen Dinge im Leben, weißt du doch. Wie so ein großer Bergfried. Ein Bauernhof, der mit einer Palisade geschützt werden muss. Mit 3 Toren und mindestens 100 Mauerelementen. Ja, das ist ja auch das Mindeste. Ich persönlich bin ja froh darüber, dass du nur, in Anführungszeichen, Palisaden bestellt hast. Castle Wall geht natürlich auch. Wäre aber dezent übertrieben. Nee, das hätte Style. Ein Bauernhof mit Zugbrückeneingang. Nikola, du musst schneller schleifen. Wenn ich das könnte, täte ich das. Dauert noch ein bisschen, bis wir die 8000 Granit zusammen haben. Ja, das ist mir aufgefallen. Wofür braucht ihr die jetzt eigentlich nochmal genau? Für den Bergfried. Und wir haben wie viel zusammen? Kann uns der Kenia nachher mal einen Zwischenstand geben? Ich schätze mal 1200 oder so sind wir jetzt irgendwo, ne? Nur 2 Wagen hatte ich ja selbst geholt. Und jetzt wahrscheinlich der dritte. Ich bin auf dem Rückweg, wir werden gleich sehen. Liegt das Zeug denn schon im Castle drin? Ja, ist sogar schon eingehämmert. Okay, ich muss erstmal wieder eine Runde mitschleifen. Ja, das war ja sowieso eine Frechheit von dir. Was? Ich bemühe mich hier mühsam Hocharchitektur hochzukriegen, um deine Wünsche zu erfüllen. Und dann hämmerst du einfach mal ein bisschen auf dem Castle rum. Jo, ich hab mal eben 50% gekriegt. Oh, ich bin jetzt auf 70%. Das war doch cool. So kann man Skills abgreifen. Ich nenne es eher eins. Cheater. Wie weit bist du denn schon bei der Rückreise, Sekine? Angleisen sonst, neue Straße. Ah, okay. Du bist ja in 2-3 Minuten beim Bergfried. Oh, so rum. Boah, was war das denn für ein krasser Ausdauertrank von Rahman? Ich hab den getrunken und bin komplett voll, das merke ich ja jetzt erst. Heftig, der hat aber gute Qualität, ey.
Busa. Jetzt ist auch noch die Spitzhacke doch klump gegangen. Schade. Ich leime mal eben ganz kurz das Pferd aus, was du hier hast stehen lassen. Ja, das habe ich extra zum Werkzeug holen da stehen lassen. Ah, ja. Ist aber ein Problem wieder. Was da wäre? Ich kann immer noch kein Schlachthaus reiten. Ja, dann musst du mal zur Schule gehen oder mit einem Anderthalbhänder auf der Puppe rumprügeln. Ja, das Problem ist, den Anderthalbhänder kann ich nicht nehmen. Dafür fehlt mir wieder der Vorskill. No. Du, ich bin absolut kein Kampf. Also Kleinsons hat es in ungefähr 30 Minuten, 20 Minuten geschafft und konnte Schlachtross reiten. Das sollte nach 200 wie viele Folgen mittlerweile möglich sein. Das stimmt, ja. Ich nehme aus der Vorratskiste die letzte Spitzhacke. Oh, das ist nicht gut. Schnell sich hier die 25er Stacks füllen, wenn die nicht immer jemand abgreift, ne? Aber ich merke langsam, dass es schneller werde. Also ich bin jetzt schon sehr nah an der 90 dran. So, 90 ist jetzt überschritten. Ja, GZ. Schleifen zieht immer 0,3 von der Haltbarkeit einer Spitzhacke weg, wa? Bin ich froh, dass ich derzeit nur Rohstein brauche oben bei meiner Baustelle. Ich glaube, bevor du zurückkommst, brauchen wir dringend neue Spitzhacken. Also ich glaube, ich hatte in meinem eigenen Wagen auch noch zwei Stück drin. Ich guck gleich mal. Ja, dann kommen wir noch einen Moment hin. Also wenn ich spielen soll, dauert das eine Zeit, bis ich zurückkomme. Ja. So, die Spitzhacke, die jetzt noch in ihrem Wagen ist, ist im Eimer. Bleibt der jetzt noch oben? Ich fülle jetzt gerade den Wagen nach aus ihrem. Dann haben wir jetzt noch 4. Wobei eine kleine ebenfalls wieder neu kommt, weil die ich gerade nutze, die ist bald fertig. Ja, meine auch.
Aber ich habe dafür schon einen Ersatz da, also haben wir da noch drei. Wenn Nicola ihre gleich tauschen muss. Ihr habt jetzt die Wahl. Entweder komme ich noch wieder für den Wagen oder ich mache jetzt Spitzhacken. Ich würde sagen, erstmal Spitzhacken. Ja, mach mal lieber Spitzhacken, ja. Mir graust ja davor, dass der Apfelhain wächst. Tja, die wollen auch alle geerntet werden, ne? Nee, dann komme ich da mit meinem Karren nicht mehr so gut durch. Durch die jungen Setzlinge kannst du ja so mit dem Karren durchfahren. Aber sobald die erste Wachstumsstufe zum Mittel haben, ist es nun mal festes Holz. Granit 1282. Oh Gott. Ja, das wird noch die ein oder andere Minute dauern, das fertig zu kriegen. Bleibt dabei, die Fläche planieren hat länger gedauert. Das denke ich auch, ja. Was ist da los? Nicola nicht mehr am Schleifen? Ran an die Arbeit. Ja, nicht hier umgucken, dass ich das schöne Wetter genießen hier. Bitte? Nächstes Mal einloggen ist wieder Sommer. Barock? Hier ist einer. Einmal eine kurze Frage. Genug Wasser in deinem Aquarium? Wieso? Man hört im Hintergrund immer dieses schlürfende Geräusch von deiner Pumpe. Hör ich gern. Ach, der Abschäumer, ja, der. Warte, den muss ich eben neu einstellen. Dann mach ich nach der Aufnahme. Ich wollte es nur einmal erwähnt haben. Jetzt muss ich hier auch noch ein bisschen mit meinem Plan hier rumdeichseln. Das ist ja wieder nervig. Aussicht ist echt fantastisch, auch da hinten mit der Insel, ne?
Mann. Wenn wir kaputte Spitzhaken haben, Nicola, dann tu die bitte auch in deinen Wagen. Ja? Momentan habe ich die alle in meinem eigenen, also bei mir. Im Inventar oder was? Ja. Aber ich wollte die nachher da in den Wagen tun. Ja, sonst tu die jetzt in dem Wagen, dann bringe ich die eben drüber. Bis die los. Ist drin. Ja, 200 Granitsteine haben wir hier auch schon wieder zusammen. Das kann man so lassen. Was, die 200 Granitsteine? Nee, das, was ich jetzt hier gebaut habe. Du willst ja hier mit dem Pferd nicht hoch, was ich hier geplant habe, sondern nur mit dem zu Fuß. Dementsprechend kann man das, was ich jetzt hier hochgebaut habe, so lassen. Nur das Grünzeug stört mich mal wieder. Minuten ist die nächste Spitzhacke dran. Okay. Dann sagst du gleich Bescheid, wenn die wieder im Wagen ist. Jo.
gut, sie ist jetzt im Wagen. Hat ja lange gehalten. Wir haben schon wieder die Folge zu Ende, ne? Hm? Wir sind 30 Minuten schon wieder voll. Oh. Ja, was sagt man denn da am besten? Grübel. Richtig. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen, einen Kommentar da. Wenn ihr so mit uns spielen möchtet, jeden Sonntag zwischen 18 und 22 Uhr sind wir für euch erreichbar. Kommt allein auf den Server. Wenn ihr in Gruppe kommen wollt, sagt Barock Bescheid. Der wird dann die Slots für euch vergrößern. Wenn ihr bei mir schaut, schaut bei Barock. Wenn ihr bei Barock schaut, schaut bei mir. Und ansonsten bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter und wir sehen uns am Freitag wieder. Tschüss. Tschüss.